Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Wetterupdate hier auf dem Kanal. Und wir schauen heute auf die Temperaturen und die Lage am Wochenende, wie es sich alles entwickelt. Es soll so richtig heiß werden. Und wir schauen mal auf das Geopotenzial über Europa. Und hier sieht man ganz genau, wie sich der grüne Knubbel noch über uns befindet und dann weiter Richtung Osteuropa abzieht. Und dann so ein warmer Knubbel vom Süden her über Frankreich, dem Mittelmeerraum, nach Deutschland reinzieht und dann über Osteuropa abzieht. Und wir sehen auch, dass ein kälterer Knubbel über Frankreich wieder hineinzieht. Und da gehen wir gleich mal ins Detail rein und schauen, wie sich das weiterhin verläuft. Jetzt sehen wir hier nochmal die Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Und hier kann man ganz genau erkennen, dass wir im grünen Bereich sind, das ist der Minusbereich. Und da gehen wir auch nochmal noch mehr ins Detail ein und gucken uns die Deutschlandkarte an. Und hier sieht man, dass es teilweise nochmal Minusgrade gab am Morgen. Und es gab auch die ein oder andere weiße Überraschung. Das war heute Morgen nicht ausgeschlossen. Und die Temperaturen am heutigen Tage verlaufen sich auch schon im Südwesten auf bis zu 18 Grad. Im Nordosten hingegen werden nur 13 Grad erreicht, an den Küsten 9 bis 12 Grad. Dabei wird es im Süden und Osten recht freundlich werden. Im Nordwesten zieht ein Schauerband von West nach Ost hindurch. An den Küsten wird es dabei am nassesten werden. Am Sonntag dann die erwarteten Höchstwerte von über 25 Grad im Südwesten werden dabei 27 erreicht. Auch im Norden Deutschlands werden bis zu 25 Grad erreicht. Die Lage dabei ist recht freundlich, im Süden am freundlichsten. An der Nordsee ziehen noch ein paar wenige Schauer vorüber. Das sind aber gar nicht mal ein Liter, die da runterkommen. Und am späten Abend und in der Nacht zum Montag ziehen von Frankreich her Richtung Rheinland-Pfalz, Saarland ein paar Schauer hindurch. Am Montag wird mit einer der wärmsten Tage, die wir bisher dieses Jahr hatten, mit bis zu 28 Grad im Osten von Deutschland. Und in den Ballungsgebieten können die Temperaturen auch mal bis in die 30 Grad gehen. Das wird also der heißeste Tag des Jahres bisher. Der Start in den Montag ist relativ freundlich. Im Westen ziehen von Süd nach Nord einige Regenfelder, die intensivieren sich auch im Laufe des Tages, führen auch an der Luftmassengrenze zu den wärmeren Temperaturen zu Gewittern. Diese intensivieren sich aber auch und können auch zu Hagelschlag und teils auch mal einer gewittrigen starken Böe führen. Und diese ziehen dann von Süd nach Nord aus Bayern und Hessen hinaus nach Thüringen, Sachsen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und können dort zu Unwettern führen. Ganz im Osten ist es noch relativ freundlich. Dort kann man den Tag am meisten genießen. Zum Schluss schauen wir nochmal auf das Sample. Hier sind die Temperaturen in 1500 Metern Höhe zu sehen. Wir sehen hier eine rote Linie, das ist das Mittel aus 30 Jahren. Und wir sehen hier ganz viele bunte Linien und die obersten Linien, das sind die verschiedenen Modelle, die wir hier auch auf der linken Seite aufgeführt haben. Und da sieht man ganz genau, dass wir von unten von minus 4 auf 15 Grad hochschießen. Und das sind, wie gesagt, die Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, je 100 Meter Höhenunterschied kann man so 1 Kelvin draufrechnen. Das heißt hier für den Sonntag, für Leipzig, Raum Leipzig, dass potenziell 30 Grad möglich sind. Also potenziell 30 Grad sind hier für dieses Modell jetzt gerade hier gerechnet für den Tag Sonntag in Leipzig möglich. Und das ist schon eine harte Nuss hier für den Mai, muss ich sagen. Nach diesen kalten Tagen, nach diesen kalten Wochen, dass wir hier 30 Grad bekommen. Und jetzt schauen wir aber mal weiter, wie schaut es hier aus? Und die Modelle, die sind sich noch etwas einig, was die Tage danach angeht. Und wir sehen, es geht wieder zurück und zwar pendeln wir dann um die 5 Grad
in 1500 Metern Höhe. Und 5 Grad heißt immer noch, dass potenziell 20 Grad möglich sind. Und da pendeln wir zwar am Erdboden dann um die 20 Grad herum, und wir sehen ebenso, dass sich die Niederschläge auch etwas intensivieren. Und vor allem um Himmelfahrt herum wird es sehr, sehr viel Niederschlag geben und schießen einige Modelle so richtig hoch. Das schauen wir uns jetzt gleich nochmal an. Und wir sehen hier die Gesamtniederschläge von heute Samstag bis Montag, den 10. Mai. Jetzt springen wir ein paar Tage weiter, sind wir schon am 12. Mai. Und ihr seht, im Westen wird es etwas mehr Niederschläge geben. Und jetzt sind wir hier am Samstag, 15. Mai. Das sind jetzt die Niederschläge von heute Samstag bis nächste Woche Samstag. Und das seht ihr ganz genau. Wenn wir jetzt auch nochmal den Sprung gehabt haben von Mittwoch auf Sonnabend, da sind im Osten und Norden einige Niederschläge hinzugekommen und gar nicht mal so wenige. Schnee wird es nicht geben, dafür ist es zu warm. Wir haben es an den Modellen gesehen, dass es im Osten warm bleibt. Die Temperaturen gehen nicht in den Minusbereich zurück und dort heißt es intensive Niederschläge um Himmelfahrt herum und auch bis ins Wochenende hinein. Das heißt eine nasse Woche, aber es bleibt weiterhin warm. Ja, genießt das Wochenende, sage ich dabei nur. Genießt das Wochenende, vor allem der Westen und der Norden kann am Sonntag das Wochenende so richtig genießen und der Osten sogar am Sonntag und Montag. Genießt das Wochenende. Es wird heiß und so schnell wird es erstmal nicht heiß wieder werden. Deswegen wünsche ich euch ein schönes Wochenende, genießt die Tage und bis zum nächsten Mal, euer Cedric. Bye, bye.